Anfangswertaufgaben sind insbesondere immer dann, wenn man einen Wert am Anfang kennt, zum Beispiel, wie heiß ist die Herdplatte, wenn man loslegt? Wie groß ist das Kapital, das wachsen soll? Wie groß ist der Bakterienanteil am Anfang? Randwerte nennt man es, wenn man irgendeinen Wert hat zwischendrin, der dann irgendeinen Wert Beta annimmt. So ein Beispiel für eine Randwertaufgabe, die man separieren kann, also für eine lineare Differentialgleichung, die separierbar ist, das heißt also mit unserem Lösungskonzept zu lösen ist. Nehmen wir hier die Aufgabe 3x y strich plus y ist gleich 0 mit dem Randwert y von 8 ist gleich 2x. Lösen wir als erstes, das ist immer der erste Schritt, die Differentialgleichung. Der Randwert liefert einem dann die Konstanten. So, wie funktioniert das hier? Wir kennen das Spiel, wir müssen erst die Differentialgleichung separieren. Also die y nach dx, das ist das xy-Strich, ist gleich y durch 3x, mit einem Minus davor, weil wir das hier auf die andere Seite gebracht haben. Das heißt, Integral 1 durch y, dy ist minus Integral 1 durch x. Und intelligenterweise machen wir die ein Drittel auch noch davor, dann stören sie uns beim Integrieren nicht, denn das hier wird nach x integriert. So, jetzt können wir das wieder genauso machen, wie wir das eben gemacht haben. Das heißt, wir haben hier ln y ist minus ein Drittel ln x plus c. Die Exponentialfunktion drauf anwenden. Achtung, bitte erst den Faktor vom ln nach oben bringen, damit man vernünftig integrieren kann. Den Faktor ein Drittel nach oben bringen, damit man vernünftig die Exponentialfunktion anwenden kann. Das lautet dann das Ergebnis, dass wir hier x hoch minus ein Drittel haben. Der ln fällt ja weg und denken Sie daran, dass c jetzt multiplikativ verknüpft wird. Das heißt also, wir haben jetzt y ist 1 durch dritte Wurzel x mal c. So, unser Anfangswert ist 2, x ist 8, also c mal 8 hoch minus ein Drittel. Dritte Wurzel 8 ist 2. Durch das Minuszeichen kommt es im Nenner, also haben wir 2 ist gleich c mal 1/2. Daraus folgt, c ist gleich 4. Also bekommen wir jetzt als Lösung y ist gleich 4 mal 1 durch dritte Wurzel von x.